meine Lieben und willkommen zu meinem Häkelkanal. Heute wollen wir zusammen den Sommer verschönern und eine schicke, aber trotzdem lässige Bluse häkeln. Schick wegen dem spitzenartigen Oberteil, was im Kontrast zum Unterteil ist, was ein Flächenmuster ist. Und lässig wegen der ganz, ganz breiten Form, ne, mit ganz, ganz breiten Ärmel, ganz cool, ne, ein bisschen im Boho-Stil. Im Prinzip ist unser Stück ganz einfach gebaut. Die besteht aus 16 Quadraten, die zusammen genäht sind. Ich habe hier einen eher edlen Granny ausgesucht, dass es wie spitze aussieht. Da ist er ja. Der ist, muss ich sagen, nicht direkt für Anfänger gedacht. Aber der Vorteil ist, dass du egal welche Granny aussuchen kannst, Hauptsache hast du 16 Stücke und die gleiche Größe. Ja, und außerdem keine Bange, wenn du zwei davon geäckelt hast, dann geht es doch ganz gut und ganz schnell auch. Wie gesagt, im Prinzip ganz einfach gebaut, die 16 Quadrate und das Unterteil. Das Unterteil ist wiederum total für Anfänger geeignet. Das besteht nur aus Stäbchen und Luftmaschen. Eine Flächenarbeit, der auch recht schnell vorangeht. Ja, und ganz wichtig, eines wollte ich noch sagen, bevor wir uns die Wolle von näher angucken. Dieses Top hier, der passt für alle Größe, von S bis XL. Du kannst es ohne weiteres an deinen Körper anpassen. Toll, ne? Na dann, bist du gespannt, wie das Ganze funktioniert? Dann ein kleines Wort über das Material und los geht's! Und das ist unser Garn für heute. Na, der heißt Mirko von der Firma Boutinette. Ich habe schon mehrmals den Mirko benutzt. Ich finde, das ist ein tolles Garn für den Sommer und lässt sich auch sehr gut verarbeiten. Ich habe hier ein anderes Pulli, ein Katzenpulli mit Kapuze gehäkelt zum Beispiel. Den gibt es in mehrere Farben. Guck mal da. Ja, und die Lauflänge, ganz wichtig, für 100 Gramm 344 Meter. Genau. Häkelnadel, ich werde ganz brav sein, ich bleibe da drin, hier zwischen 3 und 4 und ich nehme eine Nummer 4. Na dann, lass uns anfangen. Ja, heute fangen wir an mit dem Granny Square und um dieses Granny Square zu kreieren, habe ich meine Inspiration heute in ein Buch gefunden, die Granny Square Bibel. Ich lasse alle Details über den Buch und auch der Link in der Beschreibung unten. Das ist ein gutes Buch, kannst du deine Augen drauf werfen. Und das ist hier die Muster 62, aber umgewandelt. Dann legen wir los mit einem magischen Ring. Im Buch es ist kein magischer Ring, sondern eine Kette von, glaube ich, 6 Luftmaschen. Hier nicht einen magischen Ring. So. Und dann 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. Doppelte Stäbchen vorbereiten und häkeln. So. 2 Luftmaschen. Und dann 2 zusammengehäkelte doppelte Stäbchen. Also doppelte Stäbchen vorbereiten, häkeln, aber nicht bis zu Ende. Nochmal doppelte Stäbchen vorbereiten, häkeln, aber nicht bis zu Ende. Wir haben noch 3 Feen auf der Nadel, Umschlag, alle weg. Und nochmal 2 Luftmaschen und 2 zusammen geäckelte doppelte Stäbchen. Eine. Und 2. Es bleiben 3 Feen auf der Nadel. Umschlag. Alle weg.
Noch einmal zusammen. Zwei Luftmasche. Und diese zwei zusammen gehäkelte doppelte Stäbchen. Eine. Und zwei. Drei Feen auf der Nadel. Umschlag. Alle weg. Wir haben hier schon vier Gruppen. 1, 2, 3, 4. Und wir brauchen insgesamt 12 Stücke. Ja, jetzt sind die 12 Gruppen da, die zwei Luftmaschen nicht vergessen und Arbeit hier schließen mit einer Kettenmasche da rein. So. Jetzt sehen wir, warum ich hier am Anfang einen magischen Ring gemacht habe. Das lässt sich dann hier besser regulieren, wie eng der Kreis ist. Man passt sich dann an der Arbeit. Und wenn es hier mit Luftmaschen gewesen wäre, das lässt sich gar nicht regulieren. Das Durchmesser ist dann fest. Ne? Zweite Runde. Wir bewegen uns hier bis zum ersten Loch und machen da eine Kettmasche. Und dann zwei Luftmaschen hoch und zwei zusammen geäckelte Stäbchen. Also Stäbchen äckeln nicht bis zu Ende. Stäbchen vorbereiten, äckeln nicht bis zu Ende. Wir haben drei Feen auf der Nadel, ein Umschlag und alle weg. Ja? Jetzt teilen wir hier die Gruppen mit drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und dann eckeln wir im nächsten Loch eine Gruppe von drei zusammen geäckelte Stäbchen. Stäbchen vorbereiten. Stäbchen eckeln nicht bis zu Ende. Stäbchen vorbereiten. Eckeln nicht bis zu Ende. Stäbchen vorbereiten. Eckeln nicht bis zu Ende. Wir haben diesmal vier Feen auf der Nadel. Umschlag, alle weg. Ja, und nochmal drei Luftmaschen und so eine Gruppe hier im Loch. Stäbchen vorbereiten, häkeln nicht bis zu Ende. Stäbchen vorbereiten, häkeln nicht bis zu Ende. Stäbchen vorbereiten, häkeln nicht bis zu Ende. Wir haben vier Feen auf der Nadel, Umschlag, alle weg. Ein letztes Mal zusammen, drei Luftmaschen und eine Gruppe. Eine. Zwei, drei, Umschlag, alle weg. Und das wird wiederholt, bis dass wir hier zurück sind. Okay, wir sind soweit. Die drei Luftmaschen sind auch gemacht und dann schließen wir den Kreis mit einer Kettmasche. Also hier reinstechen und Kettmasche. Dritte Runde, wir wollen von dem Kreis jetzt ein Quadrat machen. Wir fangen an mit vier Luftmaschen, 2, 3 und 4. Und jetzt kommt die erste Ecke, nicht da, sondern da reinstechen und eine Gruppe von drei zusammen geäckelte Stäbchen häkeln. So. Dann zwei Luftmaschen und an der gleichen Stelle noch eine Gruppe von drei zusammen geäckelte Stäbchen. So.
Jetzt haben wir die Ecke von Ecke sozusagen. Statt zwei Luftmaschen machen wir drei. Eins, zwei und drei. Und dann wieder eine Gruppe von drei zusammen geäckelte Stäbchen. So, zwei Luftmaschen und wieder eine Gruppe an der gleichen Stelle. So, und somit ist die Ecke gemacht. Jetzt die Seite, das sind drei Luftmaschen. Nicht in dieser, sondern in diese Gruppe reinstechen, hier, und da eine feste Masche. Nochmal drei Luftmaschen, überspringen, da reingehen und eine Ecke bilden. Das heißt, eine Gruppe von drei zusammengeäckelte Stäbchen. Zwei Luftmaschen, eine Gruppe, diesmal drei Luftmaschen, weil wir sind an der Spitze von der Ecke, eins, zwei, drei. Noch eine Gruppe. Zwei Luftmaschen. Und eine vierte Gruppe. Das alles im gleichen Loch. Einmal das Ganze zusammen, die Seite, drei Luftmaschen. Diese Gruppe überspringen, da reinstechen, habe ich, und eine feste Masche. Drei Luftmaschen und überspringen, im Loch hier eine Ecke bilden. Das heißt, eine Gruppe zwei Luftmaschen eine Gruppe drei Luftmaschen eins zwei, drei, eine Gruppe, zwei Luftmaschen und eine vierte Gruppe. Und das war's dann, die Ecke ist fertig. Ja, und das wiederholen wir, bis dass wir hier zurück sind. Und da treffen wir uns. Hier, die drei Luftmaschen sind schon gemacht. Wir brauchen nur noch schließen, hier mit einer Kettmasche. Also hier reinstechen und Kettmasche. Ja, ist schon mal schön quadratisch geworden. Grundsätzlich für die nächsten Runde werden wir hier die Ecke wiederholen. Immer die gleichen Ecken in den Ecken. Und an der Seite hier werden wir Filet-Eckelei haben. Dann gucken wir mal von näher. Vierte Runde, erstmal vier Luftmaschen. Drei als Ersatz für ein Stäbchen und ein für ein Loch.
Ja, wir machen Filet Eckelei, das heißt hier ein Stäbchen im großen Loch, eine Luftmasche, ein Stäbchen hier an der Spitze von dieser Gruppe. So, eine Luftmasche und ein Stäbchen hier im Loch. Eine Luftmasche und wir kommen in der Ecke hier und da bilden wir auch eine Ecke. Also eine Gruppe, wie wir die schon kennen. Zwei Luftmaschen, eine Gruppe. Drei Luftmaschen. Na? Das ist im Faden geteilt. Eine Gruppe. Zwei Luftmaschen. Und eine vierte Gruppe. So, Ecke fertig. Dann jetzt die Seite und Filet-Eckelei, also eine Luftmasche, ein Stäbchen hier im Loch. Eine Luftmasche. Ein Stäbchen am Spitze von der Gruppe hier. Da. Eine Luftmasche, ein Stäbchen im Loch. Eine Luftmasche, ein Stäbchen in die feste Masche. Wir arbeiten dann jetzt symmetrisch, wir sind am Mitte von der Seite, also eine Luftmasche, ein Stäbchen im Loch. Eine Luftmasche, ein Stäbchen hier am Spitze von dieser Gruppe. So, eine Luftmasche, ein Stäbchen im Loch. Eine Luftmasche und jetzt gehen wir in die Ecke und bilden eine Ecke. Noch einmal zusammen, eine Gruppe, zwei Luftmaschen, eine Gruppe. Drei Luftmaschen, eine Gruppe, zwei Luftmaschen und eine vierte Gruppe. Fertig. Ja, noch einmal die Seite zusammen in Filet-Eckelei, eine Luftmasche, ein Stäbchen im Loch. Eine Luftmasche, ein Stäbchen hier am Spitze von dieser Gruppe. Eine Luftmasche, ein Stäbchen im Loch. Eine Luftmasche, ein Stäbchen
in die feste Masche. Dann arbeiten wir symmetrisch, das heißt eine Luftmasche, ein Stäbchen im Loch. Eine Luftmasche, ein Stäbchen hier, der Spitze von dieser Gruppe. So, eine Luftmasche, ein Stäbchen im Loch. Eine Luftmasche und wir sind bei der Ecke gelandet und bilden wieder so eine Ecke wie da. Ja, also hier eine Ecke, dann eine Seite, eine Ecke und eine Seite. Und da sehen wir uns wieder. Bis dann! Okay, wir sind soweit. Die Luftmasche ist auch gemacht. Dann schließen wir jetzt mit einer Kettmasche. So, 1, 2, 3, da rein, fahren holen, durch und durch. Eine Kettmasche. So, ich zeige dir jetzt, was wir vorhaben. Nächste Reihe ist hier und wir wollen von der Filet-Ecke-Reihe profitieren und ein paar Löcher füllen. Und zwar mittig, hier ist die Mitte, ja, links und rechts werden die Löcher gefüllt. Ja, das heißt, hier ist die Mitte, dieses Loch wird gefüllt und dieses Loch wird gefüllt. Machen wir zusammen. Fünfte Runde, drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen im Loch. Das Loch gefüllt. Ein Stäbchen im Stäbchen. Danach bleiben die Löcher da, wo sie sind. Das heißt, eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen. Eine Luftmasche, wir sind jetzt bei der Gruppe gelandet. Ein Stäbchen am Spitze von dieser ersten Gruppe. So, eine Luftmasche und ein Stäbchen im Loch. Eine Luftmasche und jetzt ist die Ecke da. Wir häkeln die Ecke zusammen mit einer Gruppe. Zwei Luftmaschen, eine Gruppe, drei Luftmaschen, eine Gruppe. Zwei Luftmaschen, eine Gruppe, und das war's, die Ecke ist fertig. Wir können erneut mit der Seite anfangen. Wir fangen an mit einer Luftmasche und ein Stäbchen hier im Loch. Und eine Luftmasche und ein Stäbchen hier an Spitze von dieser Gruppe habe ich. So, Filet-Eckelei, eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen. Wir müssen aufpassen, wo die Mitte ist. Die Mitte ist hier. Also hier ganz normal, hier gefüllt, hier ganz normal. Also wir haben noch eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen. Und dieses Loch hier wollen wir füllen. Also direkt ein Stäbchen im Loch. Ja, ein Stäbchen im Stäbchen.
Das ist die Mitte. Dann arbeiten wir hier symmetrisch, ein Stäbchen im Loch, ein Stäbchen im Stäbchen. So. Und jetzt bleiben die Löcher, wie sie sind. Also eine Luftmasche, ein Stäbchen in Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen, eine Luftmasche. Wir sind fast bei der Ecke gelandet, also ein Stäbchen hier am Spitze von dieser Gruppe. So. Eine Luftmasche, ein Stäbchen im Loch. Eine Luftmasche. Und jetzt die Ecke, so wie da. Machen wir noch einmal schnell zusammen. Da sind also vier Gruppen getrennt von erstmal zwei Luftmaschen. Und dann drei Luftmaschen. Und dann wieder zwei Luftmaschen. Und die vierte Gruppe kommt jetzt. So. Die Ecke ist fertig. Ne? Noch eine Seite zusammen. Fangen wir an mit einer Luftmasche und dann ein Stäbchen im Loch hier. Eine Luftmasche, ein Stäbchen am Spitze von dieser Gruppe habe ich. Eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen. Vorsicht, wir sind fast an der Mitte gelandet. Dieses Loch wird also gefüllt. Ein Stäbchen im Loch. Ein Stäbchen im Stäbchen. Ein Stäbchen im Loch. Und wir arbeiten jetzt symmetrisch. Ein Stäbchen im Stäbchen. So, jetzt haben wir Löcher überall. Also eine Luftmasche. Ein Stäbchen im Stäbchen. Eine Luftmasche. Ein Stäbchen im Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen am Spitze von dieser Gruppe. Ja, da ist es hier. Eine Luftmasche, ein Stäbchen im Loch. Eine Luftmasche und wir sind wieder bei der Ecke gelandet. Und so weiter und so fort. So sieht es jetzt aus. Es ist ja noch recht quadratisch. Dann machen wir weiter und schließen das Ganze hier mit einer Kettmasche. 1, 2, 3, da rein und Kettmasche durch und durch. Kurz bevor wir mit der letzten Runde anfangen, eine kleine Bemerkung. Der Quadrat ist doch nicht mehr so quadratisch. Ne? Also zwei Tipps. Man kann für die letzte Runde hier die Ecke ein bisschen enger häkeln, ein bisschen fester ziehen. Das wird schon helfen. Und dann werden wir unbedingt unsere Quadrate sparen müssen. Ja, damit es schön quadratisch wird und beim Nähen nachher nicht stört. Ja, bevor wir loslegen mit der letzten Runde, gucken wir, was wir machen wollen. Das ist hier ein Dreieck. Das heißt, dieses Loch hier wird oberhalb gefüllt und dieses hier wird oberhalb gefüllt. Ich hoffe, man kann gut sehen. Ja, also dieses hier wird oberhalb gefüllt
und dieses hier wird oberhalb gefüllt. So, jetzt sechste Runde, die Seiten, 3 Luftmaschen hoch, ein Stäbchen in Stäbchen. Ein Stäbchen im Stäbchen und wir füllen das Loch, also ein Stäbchen im Loch. Ein Stäbchen im Stäbchen und das Rest mit Löcher, das heißt eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen. So, eine Luftmasche, ein Stäbchen hier oberhalb von dieser Gruppe haben wir. Eine Luftmasche, ein Stäbchen im Loch. Eine Luftmasche und wir sind an der Ecke gelandet und bilden so eine Ecke. Mit wie sonst immer 4 Gruppen insgesamt. Getrennt von zuerst 2 Luftmaschen. Dann 3 Luftmaschen. Und dann 2 Luftmaschen. Das ist die 4. Gruppe. So, die Ecke ist fertig. Und jetzt die Seite in Filet-Eckelei. Also eine Luftmasche, ein Stäbchen im Loch. Eine Luftmasche, ein Stäbchen hier am Spitze von dieser Gruppe. Eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen. 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 Und jetzt sind wir hier angekommen, wo wir das Loch füllen, ne? Das heißt, ein Stäbchen direkt im Loch, um ein Dreieck zu bilden. Dann ein Stäbchen im Stäbchen. Ja. Nochmal ein Stäbchen im Stäbchen. Nochmal Stäbchen im Stäbchen. Und Stäbchen im Stäbchen und Stäbchen im Stäbchen. Ja. Und jetzt füllen wir dieses Loch hier. Stäbchen im Loch. Und Stäbchen im Stäbchen. Jetzt arbeiten wir wieder mit Löcher bis zur Ecke, also eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen im Stäbchen, eine Luftmasche,
ein Stäbchen im Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen am Spitze von dieser Gruppe hier. So. Eine Luftmasche, ein Stäbchen im Loch. Eine Luftmasche und dann haben wir die Ecke. Ja, und nicht vergessen, die Ecke ein bisschen fester eckeln. Damit unser Quadrat sich nicht so stark verformt. Zwei Luftmaschen, eine Gruppe. Drei Luftmaschen, eine Gruppe. Zwei Luftmaschen und die letzte Gruppe. So, und die eine Luftmasche. Und so arbeiten wir weiter. Also Filet-Eckelei und hier das Loch füllen. Hier ist alles voll, das Loch füllen und da wieder mit Luftmaschen eine Ecke. Viele Eckelei mit dieses Loch hier oberhalb füllen und dieses Loch hier oberhalb füllen. Ecke und hier weiter mit dieses Loch hier oberhalb füllen. Und dann schließen mit einer Kettmasche. Ja, soweit so gut. Hier noch die Kettmasche. Und Quadrat ist fertig. Ja, und so sieht es aus hier mit den drei Ecken. Ne? Hier merkt man, wölbt sich ein bisschen, also nicht vergessen, hier in den Ecken ein bisschen fester zu eckeln. Und ich denke, das wird sich gut spannen lassen und nachher gut nähen lassen. Ja, bis dass wir 16 Stücken haben. Jetzt wollen wir das gesamte spannen und das heißt, wir werden alles anfeuchten. Ich werde auch hier einmal ganz kurz mit Sprühstärke rübergehen, um sicher zu sein, aber ganz kurz. Ne? Jetzt habe ich mein Spannbrett hier geholt und dann können wir die Quadrate rauf tun. Der erste wird Stab für Stab. So. Und dann hier umrum befestigt. Bin gleich wieder da. So, das sieht erstmal recht gut aus. Dann nehmen wir den nächsten Quadrat und sparen wir auch erstmal die Ecken. Ich habe hier nur eine Hand, ist ein bisschen schwierig. Ja. Wir bleiben aber oben. Und dann Stab für Stab packen wir es auch rein. Und wenn alle Stäbe drin sind, dann können wir das gesamte Quadrat nach unten bringen. Genau. Okay, wir sind soweit, ne? Und dann alle anderen Quadraten einfach rauf tun. Und jetzt ran an das Zusammennähen. Das ist hier der Rücken. Das nähen wir erstmal hier durch und dann so. Und Vorderteil, hier ist der Halsausschnitt, wird nicht genäht. Also hier durch, da, da und da. Und für den Halsausschnitt lassen wir hier ungefähr 20 cm frei und wird hier die Schulternaht gemacht.
So, unser gutes Stück ist jetzt fertig genäht. Das sieht so aus und die Gesamtbreite ist 64 cm. Das passt für sehr viele Größen, aber wenn du Breite brauchst, dann brauchst du nur hier ein paar Reihen addieren und da auf die andere Seite. Ich zeige dir nachher, wie das funktioniert. Dann wollen wir nach unten was raneckeln und das ist abhängig von deiner Größe. Du misst also deine Brustumfang und dann nimmst du die Hälfte davon und dann addierst du 5 bis 7 cm. Zum Beispiel für einen Brustumfang von ungefähr 90 cm, eine Größe S, dann durch 2 45 cm plus 7 cm sind dann 52 cm. Und diese 52 cm werden dann hier verteilt. 26 hier in die Mitte, erster Haken, das wäre für Größe S. Und 26 da. Zweiter Haken und gucken, dass das Muster stimmt, ne? Dass es das gleiche ist. Ja, und jetzt ist alles soweit vorbereitet und ich kann dir zeigen, wie man das Unterteil ranwickelt. Wir können jetzt mit dem Unterteil anfangen und zwar wir fangen hier an einen Haken und häkeln erstmal eine Reihe von festen Maschen. Okay, geht los. Ranholen. Eine Luftmasche, gleiche Stelle eine feste Masche. Das ist Nummer 1. Dann arbeiten wir so weiter. Wir zählen die feste Maschen. 2, 3, 4. Bis zum nächsten Haken und da sehen wir uns, ne? So, wir sind beim Haken gelandet und wir häkeln dann in Runde. Das heißt, wir gehen auf die andere Seite, häkeln in Runde und fangen an hier bei dem Haken. So. Und zählen weiterhin unsere feste Masche. Und so weiter und so fort. Bis dass wir wieder am nächsten Haken sind. Hier reinstechen und die Kettmasche. So. Dann arbeiten wir noch eine Runde an feste Maschen und wir brauchen insgesamt eine Mehrzahl von 3 Maschen. Ich habe hier eine Mehrzahl von 3 minus 1, also ich werde irgendwo eine addieren. Wir fangen hier mit einer Luftmasche, gleiche Stelle. Eine feste Masche und überall rumrum feste Maschen und ich noch eine addieren, vielleicht du 2 oder eine wegnehmen, irgendwo, das wird man nicht sehen. Ja? Ein kleiner Tipp, um die Sache einfacher zu machen, du kannst einfach immer in Dreiergruppe zählen. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann hast du sicher deine Mehrzahl von 3 und wenn du am Ende der Runde bist, dann kannst du da deine Masche addieren oder wegnehmen oder so lassen, je nach was du hast an Anzahl. Ne? Das ist viel einfacher, 1, 2, 3, als circa bis 250 zu zählen und dann vertütet man sich hier genau. Ne? Okay, die Runde ist fertig. Wenn ich bei der Nummer 3 gelandet bin, das ist alles perfekt und ich schließe dann hier, was war nur eine Masche, hier Luftmasche und erste feste Masche. Dann würde ich hier schließen mit einer Kettmasche. Ja, wenn mir eine Masche fällt, dann schließe ich hier mit einer Kettmasche.
schnappe ich eine dazu. Und wenn ich eine Masche zu viel habe, dann werde ich diese hier nicht häkeln. Zack. Und schließen hier mit einer Kettmasche. Okay? So, ich brauche die hier. Und ich schließe für meinen Begriff hier mit einer Kettmasche und addiere also eine Masche. Jetzt erste Reihe von Fantasiemuster. Wir machen eine Übergangsreihe. Zwar 5 Luftmaschen hoch, 3 als Ersatz für ein Stäbchen und 2 dazu. So, dann springen wir 1, 2 Maschen und stechen in die dritte da und häkeln da ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, 1, 2 überspringen, da reinstechen, ein Stäbchen. Nochmal, 1, 2 Luftmaschen, 1, 2 überspringen, dritte reinstechen, ein Stäbchen. Und das ganz rumrum. Ja, und da sind wir ja am Ende der Runde. Wenn du jetzt merkst, dass du dich geirrt hast mit deiner Mehrzahl von 3, das ist nicht weiterhin schlimm. Du kannst es jetzt korrigieren, ohne abzubauen. Das wird keiner sehen. Wir können schließen mit einer Kettmasche. 1, 2, 3, diese hier. Ja, Kettmasche. Und wir können mit unserem Fantasiemuster anfangen. Das sind 4 Luftmaschen. 3 als Ersatz für ein Stäbchen und ein für ein Loch. Stäbchen vorbereiten, gleiche Stelle reinstechen, Stäbchen häkeln. Stäbchen vorbereiten, hier in das nächste Stäbchen reinstechen und eine kleine Gruppe von ein Stäbchen, eine Luftmasche und na, habe ich dich? Ein Stäbchen. Nochmal. Stäbchen vorbereiten. Hier in das nächste Stäbchen reinstechen. Die erste Reihe wird ein bisschen komplizierter sein. Und eine kleine Gruppe von ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Noch einmal zusammen. Stäbchen vorbereiten, im Stäbchen reinstechen und eine kleine Gruppe häkeln von ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Ja, und das häkeln wir ganz rumrum. So, da sind wir ja und ab jetzt wird alles super einfach. Wir schließen die Runde mit einer Kettmasche. Springe ins Loch mit einer Kettmasche. Und dann wiederholen wir das Ganze. Das heißt, hier am Anfang 4 Luftmaschen, 3 als Ersatz für ein Stäbchen und ein für das Loch. Stäbchen vorbereiten und im gleichen Loch Stäbchen häkeln. Und dann springen wir hier in das nächste V mit einer kleinen Gruppe von ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Und wir machen weiterhin so. Bis das die gewünschte Länge erreicht ist und bei mir sind das 24 cm oder bis dass die Kugel fast fertig ist, aber nicht ganz. Wir brauchen noch ein bisschen und zwar um eine Bordüre zu machen hier an dem Ärmel und auch hier am Kragen lang. Und das ist der Trick, wenn dem Stück nicht groß genug für dich mal war, dann häkelst du hier weiterhin eine Bordüre so breit, wie du das brauchst.
wie die Bordüre ist. Das ist genau wie wir hier am Übergang gemacht haben. Das ist einfach eine Reihe von festen Maschen oder zwei Reihen von festen Maschen. Kein Unterschied. Ja, und bevor wir die Bordüre für den Ärmel häkeln, dann müssen wir hier die beiden Stücke zusammennähen. Ja, nicht vergessen. Okay, es ist genäht. Also wir fangen hier unten an. Na, und da häkeln wir unsere Bordüre ein oder zwei Reihen an feste Maschen, wie wir schon vorher gemacht haben, als Übergang für die zwei Flächen hier. Kein Unterschied. Ja, und für den Kragen genau das gleiche. Nun fangen wir aber diesmal hier unten an und dann eine Reihe von festen Maschen. Gucken wir zusammen. So, dann hier reinstechen, Faden holen. So, ich mache erstmal eine Kettmasche, damit es nicht stört. Und dann legen wir los. Überall feste Maschen. Drum, so wie wir es schon kennen. Dann sehen wir uns am Ende vom Kragen und damit ist auch unser gutes Stück fertig. Ja, wir sind jetzt fertig. Ich hoffe, du hattest viel Spaß bei dem Arbeit. Ich wünsche dir viel Spaß jetzt beim Tragen im Sommer, ein angenehmes Sommer. Und wenn meine Arbeit dir gefällt, dann gib mir ein Like und abonniere und wir sehen uns bald für neue Häkelvideos. Tschüssi, ich freue mich!